Herzliche Einladung zum dritten Teil unserer Serie über Wunder. Schaut, viele denken fälschlicherweise, dass gewaltige Wunder ein Gottesbeweis wären. Ja, sie können einen Hinweis sein, aber sie vermitteln keine Information. Jesus selber erzählte dieses Gleichnis, wo er sagt, dass einer stirbt und dann Pein leidet in den Feuerflammen. Und dann sagt er, geh und warne meine Brüder, dass sie nicht an diesem Ort landen. Und Jesus gipfelt diese Geschichte mit diesem Satz, wo er dann sagt, selbst wenn einer von den Toten zurückkommen würde, würden sie nicht glauben, wenn sie nicht auf die Schriften und auf die Propheten achten. Mach dir bewusst, Jesus wusste, dass er selber sterben und vor den Toten zurückkommen würde, aber er wusste, dass auch diese Tatsache nicht glaubwürdig ist für jemanden im Jahr 2021, 2022. Wieso sollte ein Mensch das glauben? Menschen wollen selber Wunder erleben. Warum also dieser Hinweis auf die Schriften und die Propheten? Schaut doch mal ganz einfach, weil hier der Gottesbeweis ist, der uns auch an die Informationen knüpft, die wir brauchen. Guck mal, Wunder gibt es eigentlich in zwei Kategorien. Sie haben entweder mit Allmacht oder mit Allwissenheit zu tun. Das sind beides Dinge, die ein begrenzter Mensch nicht kann. Wir sind nicht allmächtig und wir sind auch nicht allwissend. Ich kann nicht in die Zukunft sehen oder in das Herz eines Menschen. Das geht nicht. Aber Gott kann das. Und deswegen, er beweist seine Allmacht und Allwissenheit durch zwei Dinge. Prophezeiungen, also Vorhersagungen für die Zukunft und Erfüllung. Das ist ein Wunder und das kann jeder erleben. Und das ist der eigentliche Gottesbeweis, den Gott selber in der Bibel als Beweis ansieht. Schau mal, in Jesaja 41 sagt Gott zum Beispiel, ab Vers 21, da spricht er zu allen Religionen, zu allen Religiösen, zu allen Politikern, zu allen Ideologien, die es gibt. Bringt eure Rechtssache vor, spricht der Herr. Schafft eure stärksten Beweisgründe herbei, spricht der König Jakobs. Sie mögen sie herbeischaffen und uns verkündigen, was sich ereignen wird. Hallo, jetzt wird's schwierig. Jede politische Partei kann dir irgendwelche Konzepte vorstellen. Wer kann uns wirklich die Zukunft vorhersagen? Religiöse können uns irgendwelche Interpretationen präsentieren oder Traditionen, menschliche Illusionen, wie man eventuell näher zu Gott kommt. Aber sie können uns nicht die Wahrheit bringen und keiner von den Religiösen kann uns die Zukunft vorhersagen. Schau mal, hier ist etwas, was keiner kann. Sie mögen sie herbeischaffen und uns verkündigen, was sich ereignen wird. Das frühere, was ist es? Verkündigt es, so wollen wir es bedenken und dessen Ausgang erkennen. Oder lass uns hören, was kommen wird. In Jesaja 42 sagt Gott dann, siehe, das Frühere ist eingetroffen, also was er selber angekündigt hat. Und Neues verkündige ich euch, ehe es hervorsproß, lasse ich es euch hören. Guckt, Jesus hat selber diese Worte gesagt in Johannes 13, Vers 19. Ich schlage es auf, da heißt es, Johannes 13, Vers 19, jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, dass ich es bin. Schau, Jesus gebraucht hier ein Wunder, das jeder erleben kann. Denn du brauchst dazu nur eine Vorhersage Gottes und du brauchst dazu nur die Erfüllung. Und dann wirst du dich wundern können. Weil wie ist es möglich, dass die vier Weltreiche zum Beispiel vorhergesagt waren? In ihrer Reihenfolge, ihr Aufstieg und ihr Niedergang. Im Buch Daniel ist es beschrieben. Bei der Kreuzigung Jesu sind 28 Vorhersagen in Erfüllung gegangen. Wie ist das möglich? Schau mal, 700 Jahre bevor Jesus gekreuzigt wurde, bekam Jesaja eine Prophezeiung. Und dass diese Schriften vor dem Leben Jesu geschrieben sind, das beweisen sogar atheistische, ungläubige Forscher.
Man hat Schriftfunde gemacht bei Qumran, auch von der Jesaja-Rolle. Und Atheisten haben festgestellt, dass diese Schriftrollen vor, hunderte Jahre vor Jesu niedergeschrieben worden waren. Und dann haben sie sich gefreut, weil sie sich gedacht haben, jetzt haben wir endlich originale Jesaja und können beweisen, dass diese anscheinenden Prophezeiungen nachträglich eingefügt worden sind. Aber sie haben sich verwundert, dass schon hunderte Jahre vor Jesus tatsächlich auch in diesen Qumran-Schriften diese wunderbaren Prophezeiungen stehen. Schau mal, Jesaja bekam eine Vision, er sah Jesus am Kreuz 700 Jahre vorher und erklärt, was da passiert. Er sagt, er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Schaut, hier hast du ein Beispiel. Das ist ein Wunder. Guck mal, wo ich das damals gehört habe. Ich habe mich verwundert. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Das kann nicht sein. Ich habe mich dann dran gemacht und das geprüft, ob diese Schriften nicht nachträglich manipuliert sein könnten. Weil der vernünftige, logische Menschenverstand dir sagt, das geht nicht. Das ist ein Wunder. Und dieses Wunder kann jeder Mensch auf der ganzen Welt erleben, wenn er die Bibel kennt. Die Bibel beinhaltet die einzigen Schriften mit wirklich prophetischem Charakter. Keine andere Religion hat das. Jesus sagt selber, er sagte nicht, du musst halt einfach glauben, nichts Genaues weiß man nicht. Sondern er sagte, ich sage es euch jetzt, bevor es geschieht, damit ihr glauben könnt, wenn es geschehen ist, dass ich es bin. Und dann gab er Prophezeiungen für das Ende der Weltzeit sogar. Und was sehen wir vor unseren Augen? Schau mal, ich lese nur eine aktuelle Vorhersage. In Offenbarung 18, Vers 23, ich werde ein extra Thema darüber machen, da heißt es, denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Pharmazeutika wurden alle Völker verführt. Überleg mal, kurz vor dem Ende der Welt sagt Jesus diesen Satz, deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Pharmazia wurden alle Völker verführt. Ist das nicht verrückt? In Offenbarung 13 sagte Jesus eine weltweite Endzeitdiktatur voraus, wo man nur noch mit einem Zeichen an der Hand und an der Stirn kaufen kann oder verkaufen kann. Und heute schon redet man überall von dem Chip. Es gibt verschiedene andere Deutungsvarianten, aber denk einmal nach, was vor unseren Augen passiert. Es ist alles in der Bibel vorhergesagt. Das ist der Gottesbeweis, der uns an die Information führt, die wir brauchen, um Gott wirklich zu verstehen. Das sind Wunder, die kann jeder erleben, aber er wird sie nicht erleben, wenn er nicht die Bibel kennt. Herzliche Einladung zum nächsten Teil.